Ja, wirklich schlafen von euch kann keiner. Ömer ist von dem beißenden Weiß, von der schmerzenden Helligkeit einfach geblendet, auch wenn er die Augen geschlossen hat. Wirklich an Schlaf ist aktuell nicht zu denken mit den pochenden Kopfschmerzen. Jalan wird geplagt und ja, einfach zerrissen von Albträumen. Du siehst wieder, wie du auf dem Platz von Yol'Gurmak stehst und der Druide dich anstarrt mit seinem pockenverzerrten Gesicht. Du bist dir nicht ganz sicher, ob du jemals wieder schlafen kannst mit den Albträumen, ob du von Thargunithot selbst erwählt worden bist. Eine weitere Erzdämonin, die das Interesse an dir geweckt hat. Isarun und Abelmir natürlich mit den schmerzenden Würmern in ihren Gedärmen, in ihrem Fleisch, in ihren Knochen, die ihnen weitere Astralkraft rauben, die ihnen weitere schmerzliches ja, Fleisch wegkauen. Im Inneren könnt ihr sie hören, spüren, sich bewegen, sich winden. Und Iolaos, der gemeinsam mit Ignar dann seinen eigenen Gedanken nachgeht, man könnte Torgosch retten. Gerade Iolaos war der Letzte noch an seiner Seite. Du hast noch gesehen, wie dann der Heiltrank in seiner Kehle dann ja nicht mehr wirklich geschluckt worden ist. Hättest du noch irgendwie ihn retten können? Kein einziger von euch kann heute Nacht schlafen. Am nächsten Tage wacht ihr. Total gerädert und könnt dann eben im Innenhof schon hören, wie da eine der Amazonen ja, schreit und der Göttin Rondra huldigt. Die Amazonen, wenn ihr raustretet, vor allem auch Isarun, die dann mitbeten wollte, könnt dann erkennen, wie die Amazonen da gerade im heiligen Zweikampf sich duellieren, während eine der, ja, der Rittmeisterin oben steht und dann herunterpredigt. Die erste der Valkyria ist Ayla Al-Yashina. Und viele der unseren folgten ihr nach. Sie reiten auf geflügelten Rössern. Sie suchen die Seelen derer, die Rondra würdig sind. Kein Ahmazuni tritt den Weg ihrer Herren in Halden an, ohne dass eine der Valkyria sie geleitet. Ja, die Amazonen kämpfen weiter und sie beten hier wohl verschiedene Gebete hoch und runter während des Kampfes, während eine vorbetet und die andere nachbetet. Herren auf Alvarans Zen! Die dann mit tausendfachen Kehlen antworten, beziehungsweise es sind nur 50, aber es klingt so, als würden sie aus Alvaran selbst ja, sprechen. In tosendem Sturm stehst du beharrlich. Isarun dürfte sich dann noch irgendwann, wenn sie mag, anschließen. Trotz des schmerzenden Kopfes kannst du dir da eine der Partnerinnen suchen und dich dann auch ebenso im Zweikampf üben. Die werden hier nicht tödlich geführt oder auf Wunden, sondern es geht einfach nur darum, dass man, während man zu Rondra betet, das Schwert ehrt. Ja, Isarun verliert sich tatsächlich so ein bisschen in dem Göttinnendienst. Also dieses Geschrei und so, das reißt sie mit, trotz ihrer schweren Wunden, die sie im Kampf gegen den Drachen bekommen hat. Und sie stellt sich dann auch zum Zweikampf mit einer Amazone. Das Hast du Klirren recht. der Schwerter aufeinander, das ist Musik in den Ohren der Göttin. Dann, nachdem ihr trainiert habt, geschwitzt, auch ein bisschen Blut vielleicht ausgetauscht habt, wird Dragodan zur Eile drängen. Also gut, ich weiß, dass ihr schlecht geschlafen habt, ein jeder von euch. Ich möchte trotzdem diese Kugel gemeinsam mit euch zur Abwehr bringen. Und dann auf. Wir haben keine Zeit zu verlieren, aber mir braucht die Heilung. Nicht nur ich, sondern auch das Gesinde in der Burg. Vergesst diese nicht. Und so reitet ihr weiter. Wieder jeder seinen eigenen Gedanken nachgehend, den Albträumen, die euch geplagt haben, den Schmerzen. Ömer hat sich vielleicht noch so etwas wie eine Binde um die Augen gelegt. Solange die ja, schmerzende Helligkeit in deinem Kopf ist, weißt du zumindest, dass du noch nicht sehen kannst. Es ist keine Dunkelheit, sondern eine Helligkeit, die dich gerade aktuell gefangen hält. Und dann, nach ein paar Stunden schließlich, habt ihr den Berg erreicht. Apeps Säule. Dort werden wir ihm das Artefakt übergeben. Spricht Dracodan und reitet weiter. Immer höher führt euch der Weg, die Hänge hinauf. Die Eisenkugel lastet schwer. Doch dann könnt ihr einige Meilen weiter den Gebirgspass nach oben reiten. Da streckt sich da ein tiefes Tal und könnt dort einige turmartige Gesteinsformationen erblicken, einige kleinere Gebäude, das Tal der Türme.
Es öffnet sich dann eine riesige und zerklüftete Bergflanke und gibt dir einen Blick auf eine uralte Ruinenanlage frei. Gigantische Steinblöcke, die hier an den Hang gesetzt worden sind, die Reste einer imposanten, aber vor Urzeit zerstörten Festung. Wenn nicht gar von Trollen erbaut, dann vielleicht von Drachen. Euch kommen Worte wie monumental, uralt in den Sinn. Massive verwetterte Felsblöcke, turmhohe Plattformen und Reste von gigantischen Torbögen. Der Wind hat in Äonen seine Schrift in den Stein geschrieben. Zieht ihr weiter und weiter, könnt euren Blick gar nicht von den verschiedenen Fresken werfen, die da wohl hineingeritzt sind. Über euch könnt ihr Perldrachen erkennen, die hier ihre Bahnen ziehen. Trotz des Regens, der immer noch andauert, ziehen sie über euch ihre Kreise und ja, begrüßen euch mit ihren Schreien. Weitere Menschen könnt ihr sonst nicht erkennen. Es scheint, als hätte eine große Macht die Mauern, die Türme zerstört. Wie weit sich die Strukturen in den Berg hineinziehen und wie intakt sie geblieben sein mögen, das ist, ja, könnt ihr wohl nicht ganz begreifen. So weit, wie sich das Tal dann hier zieht. Einfach nur gigantische Quader, Säulen, zerfallene Torbögen. Schleppt euch dann mit der Kugel den Weg nach oben, bis dann mit seiner grünen Tracht der Hesindegeweihte hier stehen bleibt, stützt sich ein bisschen auf seinen Kampfstab, auch er ist noch ein bisschen gezeichnet von dem Kampf gegen Phoboroch. Willkommen, tapfere Freunde am Ende eurer Reise. Willkommen an Apeps Säule. Er zieht ein Schlangenhalsband, ein Medaillon mit dem Wappen der Drakoniter hervor und gibt es dann Abelmir. Danke. Was muss ich nun tun? Ihr müsst nichts tun. Begleitet uns gerne. Lasst die Kugel mitnehmen. Und wir tauschen Kugel und den Stein des Raspiris gegen das Pulver, was ihr brauchen werdet. Damit könnt ihr dann zurückreiten. Ich werde hier bleiben. Und später dann, im Laufe der Wochen, zurück nach Pereinefurten kehren. Können mich meine Begleiter begleiten? Ja, es sei euch erlaubt. Außer dieser da. Er deutet auf Jana. Was? Was ist mit ihm? Er darf die Höhle nicht betreten. Warum? Warum nicht? Ihr solltet euren Zorn zügeln. Das Warum wisst ihr am besten. Ein neugieriger Blick zu Yalan. Ein verwirrter Blick zurück. Ein wissender Blick zu Yalan. Forscht in eurer Seele. Forscht in eurer Seele. Sie wollten mir wirklich die Audienz bei Markwart verweigern. Was habt ihr denn vor, anderes zu tun? Jalan, bleib doch hier mit mir draußen. Ich will mir den großen Drachen auch nicht angucken. Ah, knirscht eine Weile mit den Zähnen. Wir werden uns beeilen. Na gut, geht. Bring nochmal zu Draco dann. Ich werde das aber nicht vergessen. Das sollte ich. Ich trete auch nochmal auf Jalan zu. Leg eine Hand auf die Schulter. Denkt an unser Gespräch zurück. Ich nehme Ömer beim Ellbogen und führe ihn. Ich würde mir nochmal genauer anschauen, wie dieses Halsband oder Amulett aussieht, was ich da jetzt in den Händen halte. Es scheint wohl ein sehr archaisches Medaillon der Drakoniter zu sein. Also ein Schwert, eine Schlange. Interessant. Sehr alt. Danke, danke, wer auch immer wieder hilft. Na kommt, wir wollen Jalan nicht ohne dich warten lassen. Und erst recht den Markwart. Und stapfe halt voraus in Richtung Toröffnung. Iolaus hat immer eine Hand genommen. Nee, Isarun hatte gesagt, Isarun, dass sie mich am Ellbogen führt, sozusagen. Die weichen Hände von Isarun. Ihr ich Duft. Hatte immer so, gerade gefragt, von wegen so, danke, danke, wer auch immer wieder hilft, weil er es von den Händen her nicht abhalten kann. Er hat ja Stoff am, er hat seine Lederrüstung, seine Armschienen sind ja am, den Arm, da kann er ja schlecht spüren,
wie weich die Hand ist. Ja, aber du kannst sie auf alle Fälle riechen. Deine anderen Sinneseindrücke haben sich auf alle Fälle verstärkt. Zumindest kannst du dann ja, spüren, wie ihr wohl in eine Höhle hineingeht. Die Sonne verschwindet aus deinem Nacken. Auch der Regen hört auf und ja, dann kannst du auch hören, wie ihr in diese Höhle hineingeht und das leise hallt. Wer trägt denn jetzt diese Kugel Drakundas? Du kannst es tun, das würde sonst aber auch Drakodan machen, es sei denn, du möchtest das gerne tun. 50 Kilo, oder? Die ist recht schwer. 50 Kilo, ja. Ich habe auch eine Trage, wie gesagt, ich aus glaube, Stöckern. Zu zweit wahrscheinlich. Hm, das ist okay, könnt ihr machen. Ich biete auch an zu helfen. In Begleitung des Drakonita, Drakodan, bringt ihr dann die schwere Eisenkugel in Richtung der, ja, es ist wohl eine mystisch schimmernde Grotte. Wenn ihr nach oben blickt, könnt ihr mehrere leuchtende Steine erkennen. Je näher ihr der Höhle kommt, desto mehr scheint es euch, als würde sich eine Präsenz, eine wahrlich derische Macht sich hier aufhalten. Wenn ihr noch einmal genauer hinblickt, könnt ihr erkennen, dass es sich bei diesen Steinen wohl nicht um die Gwen-Petrius-Steine der Effertkirche handelt, sondern um Karfunkelsteine. Unzählig viele Karfunkelsteine, die hier im Inneren dieser Grotte sich aufgetürmt haben, an den Wänden angebracht sind, die ihr eigenes Spiel darin tragen. Bei Prios, habt ihr so etwas schon mal gesehen? Nein, nein, wahrlich nicht. Ein neuer Drachenstein für die Drachensteine. Drakodan nimmt den Stein des Raspyris und lässt ihn mit einer einzigen Bewegung nach oben schweben und verschwindet dann in der Dunkelheit der Höhle. Jetzt verstehe ich den Namen dieses Gebirges. Faszinierend. Das sind wirklich Drachensteine. Was seht ihr? Karfunkel. Edelsteine in allen Größen und Farben. Die erleuchten die Höhle. Selbst die Schmieden der Zyklopen sind nichts dagegen. Plötzlich glaubt ihr eine riesige Bewegung in der Finsternis wahrzunehmen vor euch. Dann ein Schnaufen. Als wenn die Mauern von Bosporan zerfallen würden. Ihr könnt erkennen, dass sich wohl so etwas wie eine mächtige Pranke vor euch geschoben hat. Groß wie eine Kutsche. Der Rest immer noch verschwunden in der Dunkelheit. Ein kleiner Lederbeutel, der sich darin befindet. Die Pranke wird wieder zurückgezogen. Bei Tekladros ewigem Zeitblick hört ihr Menschen und bringt diese Botschaft unter die Euren. Der Dienst, den ihr Abeb heute erwiesen, soll auch vergolden werden in Zukunft. Wenn am Tag des Feuers unsere Brüder und Schwestern Flüsse verdampfen und Bäume verbrennen, werden die Waffen, die Abeb heute hütet, wieder ihre Bestimmung entgegensehen. Dann werden die Träger von Gnar Dukas und Drakundas ausziehen, um ihr Schicksal zu finden. Bis dahin ist es eure Aufgabe, die Aufgabe aller Menschen, Apeps Hort, den auch ihr nicht kennt, vor denjenigen Erzählungen zu schützen. Doch vorerst seid ihr aus den Diensten Apeps entlassen. Vor euch liegt ein kleiner Beutel. Ich verbeuge mich mal tief in Richtung des Schattens, dieses gewaltigen Schattens, den ich wahrscheinlich noch sehe, und trete dann auf diesen Beutel näher und greife ihn. Hab Dank, Markwart. Im Namen der Zwölfe, mir selbst und der restlichen Bewohner der Burg Drachenhaupt. Und verbeuge mich nochmal. Kommt. Die Audienz ist beendet. Und würde dann zurückgehen zur Gruppe. Ja, ich folge und führe Ömer mit hinaus. Die Stimmen in meinem Kopf, sie waren wieder da, Isarun. Diesmal war es nicht nur in deinem Kopf. Oh, dann entschuldige bitte. Das. Oh, davon spüren.
Du hast die Präsenz eines Kaiserdrachen gespürt. Ich habe davon gelesen, dass sie sich telepathisch verständigen. Aber mir, gib mir den Beutel, ich muss es untersuchen. Hier, nimmt. Was ist drin? Ja, sobald wir irgendwo draußen sind, irgendwie stehen können, gucke ich in den Beutel rein. Ein, ja, feines Pulver, leicht gräulich. Sehr gut. Ist Dracula noch bei uns? Nein, in der Höhle verschwunden. Irgendwo vor Apep war er wohl. Zumindest da, wo seine Kralle aufgetaucht ist, da stand er wohl, als ihr ihn aus dem Augen verloren hattet. Also suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen, wo wir uns kurz hinsetzen können, damit ich das sofort auftragen kann. Kommt dann aus der Höhle rausgelaufen, vor euch stehen immer noch Yalan und der kleine Zwerg Ina. Wir sollten vorher die Botschaft Apeps aufschreiben. Sie ist wichtig. Wie war sie gleich nochmal? Dracundas und... Ach, wie ist sie der andere Name nochmal? Knardukas. Ein merkwürdiger Name. Los, gib mir das Stift und Zettel. Und, was wollte der große Drache von euch? Wir übergaben ihm die Kugel und er übergab uns eine Botschaft, die wir in die Welt tragen sollten. Du merkst, Igna ist das auf jeden Fall gerade unangenehm und er möchte dir seine Meinung dazu nicht sagen. Aha. Ja, ich bin schon dabei, mir 3-4 verschiedene Möglichkeiten auszudenken, wie man dieses Pulver am besten auftragen kann, am besten benutzen kann und setze mich dann direkt so neben Abelmir, während der versucht zu schreiben. Schön stehen halten, ich muss arbeiten. Ja, man macht. Aber verschmiert nicht meinen Papyrus. Es ist absolut unerhört, welche Dreistigkeiten dieser Drache sich herausnimmt. Hoffentlich war es das wert. Iolaus, kriegt ihr es hin? Ich ignoriere dich. Ich arbeite. Mir hängt so halb die Zunge raus und denke nach über die Botschaft und probiere sie möglichst wortwörtlich niederzuschreiben und ignoriere Yalan ebenfalls. Isarun beugt sich über deine Schulter und weist manchmal auf kleinere Sachen hin. Da kommt noch ein jeglicher hin. Ihr habt recht. Streich so durch und schreib daneben, ergänzt oder korrigierst die Schrift. Ja, währenddessen sitze ich da, Arztkoffer geöffnet, ein paar Reagenzgläser raus, ein bisschen von dem Pulver genommen, mit Wasser vermischt, in eine schöne Paste gemacht und fange dann langsam an, das auf deine Wunden aufzutragen, die dann auch schon sehr bald aufhören zu schmerzen, aufhören zu ziehen und anfangen zu verheilen. Ein merkwürdiger Geruch. Was meint ihr, was es ist? Niemals nachfragen, woraus Medizin gemacht wird. Ein weiser Rat eines Medikus. Was meint ihr? Es wird doch wohl auch reichen für die restlichen Burgbewohner, nicht wahr? Oh, selbstverständlich. Gut. Mehr als genug. Isarun, ich will dir gerade schon sagen, so dass ich aussehen soll, halt dann kurz inne, guckt zu den anderen, dreht euch alle um. Das ist jetzt nun wirklich nicht der Zeitpunkt. Bitte, Magister, tut euer Werk. Sie legt dann die Robe ab und ja. Ja, dann trage ich auch bei dir diese Paste auf und auch bei dir fängt es dann sehr bald schon an, nicht mehr weh zu tun und an zu verheilen. Wohin muss ich mich denn jetzt drehen? Immer fängt an, dich langsam im Kreis zu drehen. Sag doch mal, stopp. Noch ein wenig weiter, jetzt. Perfekt. Ja. Ich kann auch nicht sehen. Ich weiß doch nicht, wohin ich mich drehen muss. Ja,
Warum habe ich mich denn jetzt umgedreht? Ach, lass gut sein. Lass gut sein. Für den guten Anstand. Komm her, Ömer. Ömer tastet sich langsam vor Richtung zur Stimme von Yalan. Aber ich packe ihn dann auch mal bei dem Arm. Wie sieht's denn aus? Kannst du schon wieder sehen? Bisher noch nicht, aber ich habe... Also Iolaus meinte auch noch davor, dass ich das nicht einfach leichtfertig runtermachen sollte, sondern dass er das heute Abend nochmal kontrollieren will. Nun gut. Ich hab's. Ich bin fertig. Was habt ihr? Ich winke so mit diesem Pergament. Lies selbst. Und halte dieses Pergament unter die Nase. Nimm das kurz und lese es einmal. Und diese Nachricht soll wohin? An den Herzog. Das würde Sinn machen. Na gut. Können wir uns wohl auch auf seine Laufburschen anspannen lassen. Habt ihr dann alles? Ich nehme an, man erwartet bereits sehnsichtig unsere Rückkehr. Ja, wir müssen den anderen Menschen helfen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie weit dort die Krankheit schon fortgeschritten ist. Ich hoffe, sie haben daran gedacht, die Würmer zu ziehen. Und so könnt ihr euren Weg wieder zurück durch die Drachensteine finden, in Richtung Burg Drachenhaupt zum Herzog. Unterwegs würde ich nur ansprechen, dass wir diesen Drachenhort vor dem Herzog vielleicht nicht erwähnen sollten. Warum nicht? Habt ihr es nicht gelesen? Ihr seid doch des Lebens mächtig. Wir sollen sein Hort vor jeder Enthehlung schützen. Ihr sollt diesen schützen. Wir alle. Ritter Yalan, ihr seid ein Tobruscher Ritter, korrekt? Korrekt. Die Markgrafschaft Drachensteine gehört zu Tobrien, korrekt? Korrekt. Ein Markgraf steht über einem Ritter, korrekt? Korrekt. Dann wisst ihr, was zu tun ist. Muss mir trotzdem nicht gefallen. Natürlich nicht, das steht euch frei überlassen. Wie ein kleines Kind zu gebärden. Nun, vielleicht sollten wir einfach dafür sorgen, dass nicht ein Haufen Drachen und jagender Zwerge hier antanzt. Ich bin mir ziemlich sicher, Igna wird da schon den Daumen drauf haben, nicht wahr? Hoffen wir es. Igna ist mitgekommen, natürlich. Gut. Nun gut. Sobald wir wieder auf Drachenhaupt sind, werden wir uns dann auch schnellstmöglich nach Gareth machen müssen. Ja, nun, ich würde auch bevorzugen, wenn wir so schnell wie möglich dieses Gebirge verlassen. Nicht, dass noch ein Drache kommt. Umso besser. Welches Wetter einschätze, tauen auch die Pässe bald auf. Die Geschichte, wie ihr in Burg Drachenhaupt einreitet und die Verwundeten wieder kurieren könnt mit der Paste, angemischt von Iolaos, dargereicht von dem Markwart Apep, ist eine andere. Und sie soll ein anderes Mal erzählt werden, ebenso wie ihr dann in Pereinefurten eingeritten seid und gemeinsam mit der Reichsverräterin Luthisanna an Kleinwartstein vorbeigekommen seid, über die Pässe und Hügel in Richtung Werheim und Gareth aufgebrochen seid, wie ihr Igna verabschiedet habt. Diese Geschichte soll ein anderes Mal erzählt werden. Und damit beende ich das Abenteuer.